Hören wir uns wieder. Wir haben uns ja schon vor 2 Stunden gehört. Heute noch, jetzt noch mal ein anderer Vortrag: WebPy, Webanwendungen in Python schreiben. Und legen wir einfach los. So. Ich habe vorhin schon ein bisschen was zu mir erzählt. Ich habe mir jetzt überlegt, erzählst du noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin Softwareentwickler in einem Maschinenbaubetrieb und schreibe MES-Software. Ich bin schon seit 32, 33 Jahren in diesem Betrieb dort, in der DV-Abteilung, und schreibe ebenfalls seit 32, 33 Jahren an dieser MES-Software mit, ja, wie viel sind wir? Vier, fünf Kollegen sind wir. Ist eine utopische Hardware-Plattform, auf der wir das Zeug programmieren. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal den Begriff Tandem gehört hat oder HP, Unix, Nonstop, irgendwas. Auf so einer Rechnerplattform schreiben wir das Zeug. Die Dialoge sind in COBOL geschrieben. Die Serverprogramme sind in komischen Programmiersprachen wie TAL, Transaction Application Language heißt das, glaube ich, ist so ein spezieller Sprachsyntax, der für diese Tandems damals geschrieben wurde. Was ich damit erzählen möchte: Wir haben eben halt unser MES-System selber geschrieben, und jetzt kam das Management doch tatsächlich auf die Idee: Mensch, die Jungs, die gehen ja alle in den nächsten 10 Jahren in Rente. Wir müssten uns mal überlegen, ja, das sind die Know-how-Träger. Wenn die nicht mehr da sind, dann weiß keiner mehr so richtig, wie das funktioniert. Nachwuchs bekommen wir nicht, genau wegen dieser krusten Hardware, wegen diesen krusten Programmiersprachen. Keiner kann mehr COBOL programmieren, keiner kann mehr TAL programmieren. Tandem ist auch irgendwo ein Fremdwort. Und das heißt also, seit einem Jahr ungefähr beschäftige ich mich mit einem Projekt, wo ich mich selber ablöse. Und das finde ich vollkommen cool. Also so kurz vor der Rente mal noch sich selber ablösen, nach mir die Sintflut. Das ist so gerade die Geschichte, die ich auf Arbeit mache. Und ist eine spannende Geschichte. Man stellt fest, dass die Hardware, Quatsch, die Software, die man da in den letzten Jahren oder den letzten Jahrzehnten geschrieben hat, gar nicht so schlecht war, weil das Management hat natürlich gesagt, um nicht wieder in so eine Situation zu kommen, Standardsoftware. Also sprich, ja, die große Softwarebude da in Waldorf und dann nur Standard, keine Z-Transaktionen, kein was weiß ich nicht alles. Und das wird relativ schwierig werden, in den nächsten 5, 6, 7 Jahren da was zu finden. Und aber spannend ist es. Ja, das wollte ich einfach nochmal erzählen, so als Einleitung, weil vorhin hatte ich schon viel über mich privat erzählt. Jetzt mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen bei mir in der Firma. Gut, wie gehabt, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Und fangen wir einfach mal mit dem Vortrag an. Die vier Herren sind schuld, warum es diesen Vortrag gibt. Ja, man erkennt, ich bin ein bisschen schwermusiklastig. Vielleicht nicht bei der Gruppe, aber ich höre eigentlich so Heavy Metal in allen Ausrichtungen. Also deswegen auch ein bisschen Glam Metal, deswegen Kiss. Ja, aber die sind schuld. Ich habe natürlich eine riesengroße Musiksammlung da bei mir hinten irgendwo im Schrank zu liegen. Und diese CD habe ich mir vor 2 oder 3 Jahren, 22 habe ich den Vortrag gemacht, also 21, ich habe sie mir doppelt gekauft. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine CD doppelt gekauft habe und dachte mir, das darf dir nicht nochmal passieren. Und deswegen kam ich dann auf die Idee, ja, okay, jetzt musst du irgendwas schreiben, programmieren, also mit einem dicken Buch durch die Musik gehen, ist ja Schwachsinn. Was du auf deinem Handy dir anzeigen lassen kannst, aufrufen kannst und dann deine Daten und deine CDs eben halt nachgucken, wenn ich da was Cooles gefunden habe im Laden, hast du die schon oder hast du die nicht? Und das ist im Prinzip so die Motivation, weswegen ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich bin kein Java-Programmierer, ich bin kein, keine Ahnung, Programmierer, JavaScript. Und dann, deswegen dachte ich mir, es war auch die Zeit, wo ich auch angefangen habe, ein bisschen Python zu lernen. Ja, da machst du irgendwas in Python. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und deswegen ist dieser Vortrag entstanden. Was werde ich heute erzählen? Also ich werde ein bisschen was über Web-Frameworks erzählen. Ganz kurz, über Python werde ich nicht allzu viel erzählen oder gar nichts erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wenigstens Python lesen können. Ich werde ein bisschen was über WebPy erzählen, grundsätzlich ist, und dann der Hauptfokus dieses Vortrages wird sein 6 Hello Worlds. Und zwar einfach mal so aufbauend aufeinander, wie man eine WebPy-Anwendung schreibt, wie das aussieht,
welche Mechanismen es da gibt. Und das habe ich in 6 Hello Worlds versteckt, die wir jetzt dann nachher in dem Vortrag einfach mal ein bisschen durchgehen werden. Und dann werde ich zum Schluss, ich hoffe, dass es dann live funktioniert, mal 3 Anwendungen zeigen, die ich mit WebPy geschrieben habe. Okay, Web-Frameworks. Ja, Framework, die Rahmenstruktur, das Programmiergerüst, der Programmierrahmen wird jedem schon mal irgendwie über den Weg gelaufen sein. In dem Sinne sind ja auch irgendwelche Bibliotheken, Libraries, sind ja auch irgendwelche Frameworks, wo man sich bewegt, wo man bestimmte Strukturen einhalten muss, um da was Sinnvolles rauszubekommen. Und das fasst man im Prinzip mit dem Begriff Framework zusammen. Jetzt speziell Web-Frameworks ist dann eben halt was zum der Programmierrahmen zum Entwickeln von Webseiten, Webanwendungen, Web-Services, also alles, was irgendwie so im Web rumkreucht und fleucht, das macht man mit Web-Frameworks. Die meisten Mechanismen, die da dann eben halt auch enthalten sind in solchen Web-Frameworks, sind dann Templates, Authentifizierung, Verschlüsselung, Datenbankzugriffe, Formulare, Validierung von Formulareingaben, Mailversand, alles, was da so Logons, alles, was man so braucht für eine Webanwendung. Diese Mechanismen sind meistens in solchen Frameworks, Web-Frameworks implementiert. Man muss dann halt bloß noch aufrufen, zusammenstecken das Puzzle und dann hat man seine Webseite, seine Webanwendung, seinen Service oder was auch immer man braucht. Ich habe mal, die Quelle ist jetzt schon 1,5 Jahre alt, sieht man unten auch. Ich habe den Vortrag mal 2022 auf mehreren Linux-Tagen gehalten. Also ist schon ein bisschen älter, mindestens ein Jahr. Aber das zeigt so ungefähr mal, welche Web-Frameworks es so, wie weit die verbreitet sind. Man sieht da sehr, sehr viel Java-lastiges Zeug. Hier zum Beispiel, da zum Beispiel, keine Ahnung, überall. Es gibt aber auch ein paar Frameworks, die auf Python basieren. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist Flask sowas und Django. Web.py findet man nun komischerweise. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, wenn ich auch mal diesen Vortrag gehalten habe, wieder mal und sich Leute das mal anschauen. Ist in dieser Auflistung nicht zu finden gewesen. Also auch wenn man runtergescrollt hätte jetzt in diesem beiden Diagramm, hätte man Web.py nicht gefunden. Obwohl es eigentlich eine voll coole, einfache Geschichte ist. Und ich versuche das jetzt einfach mal aufzuzeigen, wie cool das Zeug ist. Und wie einfach vor allem das Zeug ist. Ja, Web.py, vielleicht mal ein paar Kennzahlen, wurde entwickelt oder angefangen zu entwickeln von Aaron Swartz, ist ein Amerikaner, ist eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen. Ich sage gewesen, weil er kam mit seinem Leben dann irgendwann mal nicht ganz mehr so zurecht. Es hat sich relativ früh, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er war, ich hoffe jetzt nicht 27, wegen den 27ern, Selbstmord begangen, war Open-Source-Aktivist in Amerika und kam auch ab und zu mal mit dem Gesetz deswegen in Konflikt. Aber eigentlich cooler Programmierer, hat auch noch viele andere Sachen gemacht, aber er ist so der Urheber von Web.py. Zweiter Anstrich, das ist so die Homepage von diesem Projekt und ich habe mal aus dem GitHub mal den Lizenztext rauskopiert, also ist in irgendeiner Art und Weise Public Domain und kann ohne irgendwelche Einschränkungen für was auch immer, whatever, Purpose with und so weiter, ohne Einschränkungen benutzt werden. Installieren gibt es mehrere Alternativen. Logischerweise gibt es bei den großen Distributionen auch ein entsprechendes Distributionspaket. Das ist aber die ungünstigste Methode in meinen Augen, weil da ja Web.py auch noch in Entwicklung ist und auch ganz, ganz viele Leute daran noch rumprogrammieren und konfigurieren und dokumentieren. Meistens lädt man sich ein Distributionspaket oder eine Version von Web.py mit einem Distributionspaket runter, was
teilweise eine grottig schlechte Versionierung ist, also unaktuell ist. Es ist mir mal passiert, ich habe es mal auf einem Rechner wirklich als Paket installiert und als Distributionspaket. Da waren dann hat dann komisch reagiert, die Tutorials haben nicht mehr so gepasst, bis ich dann gemerkt habe, naja, die Tutorials waren auf einer ganz anderen Version aufgebaut, als die ich mir jetzt da durch meine Distribution runtergeladen habe und installiert habe. Also man sollte vielleicht die anderen Wege gehen. Download von GitHub, es gibt auch ein GitHub-Repository, ja, ist klar, da, wo auch der Lizenztext herkommt, und dann dort installieren oder über GitHub installieren, also Git, oder also über Git, man muss es ja nicht komplett in Interpretersprache breiten, also deswegen einfach runterladen in ein Verzeichnis und auf geht's. Oder natürlich über den Paketmanager von Python selber kann man natürlich auch mit pip3-install web.py sich web.py installieren. Okay, ich hatte ja schon angedeutet, Hello World machen wir jetzt 6-mal. Es gibt auch ein Repository oder ein Zweig in meinem Repository, der genau diese 6 Beispiele enthält, plus noch ein bisschen was anderem, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Da sind diese 6 Hello Worlds auch, kann man sich dort den Quelltext vollständig runterladen bzw. anschauen. Aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Ja, genau. Gut, Hello World 1. 10 Zeilen Python-Code und schon habe ich eine Webseite. Also relativ entspannt, relativ einfach. Und das Ganze sieht so aus. Das sind diese 10 Zeilen. Ich habe jetzt nicht wirklich durchgezählt, ob es 10 sind. Man kann es wahrscheinlich auch auf 5 bringen. Das ist im Prinzip der Python-Code, den man dann mit diesem Framework dann aufruft. Unten sieht man diesen Aufruf, Python 3 hello1.py. Man zieht sich natürlich den Framework hier oben rein, beziehungsweise die ganzen Module mit Import Web. Und letztendlich wird eine Klasse definiert, indexed. Und dort gibt es eine Get-Methode. Sprich also, wenn die Webseite aufgerufen wird, dann wird diese Get-Methode aufgerufen und ausgeführt. Da oben, das mit den URLs, das ist im Prinzip ist übrigens eine Liste. Da können auch noch mehrere Einträge in dieser Liste sein. Dieser Eintrag da oben bedeutet einfach, wenn ich die URL ohne alles schreibe, also so wie sie hier jetzt gerade ist, in dem Browserbildchen, dann wird die Klasse Index aufgerufen. Wenn jetzt hier kommt jetzt auch in den weiteren Beispielen, wird das dann auch noch sein, wenn dann mehrere Seiten aufgerufen werden, dann oder mehrere URLs durchgepasst werden müssen, dann muss man eben, also ist immer so eine zweigeteilte Geschichte, links steht welche URL, rechts steht welche Klasse für diese URL gültig ist und aufgerufen wird. Also wie gesagt, wenn man gar nichts angibt in der URL, bedeutet jetzt diese Zeile Klasse Index wird aufgerufen, Get-Methode wird aufgerufen und dann läuft die Geschichte. Hier unten ist im Prinzip der Start des ganzen Frameworks, also der ganzen Applikation. Da wird im Hintergrund eine ganze Menge gestartet. Unter anderem gibt es auch einen integrierten Webserver, den man benutzen kann. Habe ich auch für meine Beispiele alle so benutzt. Natürlich kann man auch web.py-Seiten auch mit in andere große, bessere, sichere, schönere Webserver einbinden. Aber so für meine Beispiele wollte ich mir jetzt den Schmerz da nicht antun, sondern benutze diesen integrierten Webserver, der mit web.py aufgerufen wird und inkludiert ist. Gut, ich würde jetzt in die Runde gucken, gibt es Fragen zu diesem Beispiel, aber ich glaube, vollkommen uninteressant, recht einfach verständlich. Man hat jetzt hier natürlich gesehen, hier wird einfach nur ein Return Hello World gemacht. Das wird hier auch dann in dem Browserfenster einfach nur so angezeigt. Also hier sind noch keine HTML-Text drin, da keine Templates irgendwie dahinter, sondern es wird einfach nur dieser Text ausgegeben. Selbstverständlich gibt es bei web.py natürlich dann auch so eine HTML-Templates, wo man dann seinen Code einbetten kann. Das sieht so aus. Das sind jetzt im Prinzip 2 Dateien. Das ist einmal die Datei Hello, ja, in dem Fall jetzt hello2.py und noch eine zweite Datei, die im Verzeichnis Templates ist und index.html heißt. Warum die Index heißt, hat mit diesem Klassenaufruf, mit dieser Methode zu tun und auch mit dieser Geschichte zu tun. Und ja, wie läuft die Geschichte?
Hier oben sieht man wieder gleiche Geschichte. Wenn man nichts angibt, wird wieder die Klasse Index aufgerufen. Wenn die Seite aufgerufen wird, wird die Methode Get aufgerufen. Und es wird eine Variable gesetzt, Hello. Achso, nee, Quatsch, hier oben. Müssen wir erstmal weitermachen. Dann wird deklariert, dass es eine Template-Seite gibt und diese Template-Seite in dem Unterverzeichnis Templates ist. So, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Das ist im Prinzip hier dieser erste Fall. Dann das, was ich jetzt schon alles erzählt habe. Und wenn jetzt im Prinzip also die Methode get aufgerufen wurde, Hello World gesetzt wurde, dann wird, das ist im Prinzip auch ein Objekt, die Methode index vom Objekt render aufgerufen. Es wird die Variable hello übergeben, tippt diese Indexseite, so wie sie jetzt hier auf der rechten Seite deklariert ist, gerendert. Es werden Variablen übergeben, also genau dieses hello, hello world, def with hello, kann man jetzt auch noch viel, viel mehr Variablen übergeben. Und der Python-Code an sich in dieser index.html ist mit diesem Dollarzeichen im Prinzip inkludiert. Und der Framework passt jetzt im Prinzip nach diesem Python-Code und führt ihn im Prinzip aus. Also hier ganz, ganz schmerzlos. Es wird dick index.html ausgegeben. Sieht man hier unten in diesem Browserfenster. Dann wird ein Strich eingefügt. Das ist dieser hier. Und dann wird einfach Überschrift gesetzt, also H1. Fontgröße und dann Input Doppelpunkt und dann im Prinzip der Inhalt von Hello. Das ist im Prinzip so diese Geschichte. Hier schon mal in Vorbereitung auf ein anderes Beispiel, was dann irgendwann jetzt später gleich noch folgt. Man kann jetzt natürlich auch darauf reagieren, wenn Hello nicht gesetzt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann schreibe eben statt dem hier das da unten. Eigentlich auch noch relativ schmerzlos. Also ich habe ein Template, ich habe meinen Python-Code wieder, die Basis im Prinzip von dieser Anwendung und ich habe im Unterverzeichnis Template meine Index-Datei, index.html, in der ich dann jetzt im Prinzip diesen eingebetteten Code ausführe und Variablen und Geschichten. Also eigentlich auch noch nichts Spannendes. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, okay, Footer und Header. Und Header will ich jetzt nicht in jedem Template hier einzeln deklarieren, sondern es gibt einen Mechanismus, der sich da nennt Rahmentemplate, meine dumme Übersetzung, aber im Prinzip ist es nichts weiter als das Template nochmal einen Rahmen hinzuzufügen oder drumherum zu machen. Die Deklaration dafür passiert mit diesem gleichen, mit dieser gleichen Zeile hier. Ich weiß gar nicht, wann wird das gehighlightet. Nee. Okay, also wo wir auch schon das Template oder das Template-Verzeichnis deklariert haben, wird jetzt angegeben und in diesem Template-Verzeichnis ist die Rahmendatei, die Rahmen-HTML-Datei, wo zum Beispiel Header, Footer, CSS-Konfiguration, was auch immer noch mit enthalten ist und für die ganze Website an sich gelten soll zum Beispiel, ist in der Datei base.html. Das sagt im Prinzip diese Zeile hier. Ansonsten sieht das wieder genauso aus in dem Rahmen, in dem eigentlichen Programm wie auch in dem vorhergehenden Beispiel. Jetzt müssten wir uns noch ein bisschen diese base.html angucken. Es wird diesmal, muss ich gerade überlegen, eine Page übergeben. Ja, und diese, die eigentlich die index.html referenziert. Genau, das ist diese Methode hier, die heißt index. Und deswegen wird jetzt im Prinzip die Methode für die index.html aufgerufen mit den bekannten Parametern. Und in der Rahmendatei wird aber nur auf diese Template-Seite verwiesen, die dann auch später hier aufgerufen wird. Also es wird jetzt hier irgendwo ein Header definiert mit irgendwelchen Styles vielleicht noch. Hier unten gibt es nochmal ein Footer und dann wird die eigentliche index.html aufgerufen. Das macht dann genau dieses Kommando hier. Gut, das Ergebnis ist dann das hier. Unterscheidet jetzt
unterscheidet sich jetzt nicht von dem anderen Beispiel, außer dass jetzt hier vielleicht eben halt der Footer noch da ist, mit meinem Copyright oder wie auch immer man das benutzt, bezeichnen will. Was wir da oben hier an der Stelle deklariert haben, in der base.html. Gut, alles noch recht statisch, würde ich mal sagen. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Dynamik in diese Geschichte rein und sagen, wir machen Variablenübergabe über die URL. Und die Geschichte sieht jetzt genau so aus. Jetzt ändert sich hier oben mal was. Es wird jetzt alles nach dem Slash gegrabt und als Variable angesehen. Es wird wieder die Klasse Index aufgerufen. Get-Methode, wenn die Seite aufgerufen wird. Und alles, was jetzt hinter dem Slash kommt, wird im Prinzip in die Variable Hello reingezogen. Und dann läuft es wieder ganz normal wie vorher. Render-Methode wird aufgesetzt, bla bla bla. Und dann passiert genau diese, und in dieser index.html, die hat sich jetzt zu dem zweiten Beispiel übrigens nicht geändert. Deswegen, vorhin hatte ich ja schon gesagt, da gibt es dieses No-Input. Reagiert dann im Prinzip so, wenn ich mit einem Anhängsel hinter dem Slash in der URL was die Seite aufrufe, dann wird genau diese Geschichte interpretiert und ausgegeben. Das ist im Prinzip der Zweig, der True-Zweig hier. Und wenn nichts angegeben wird, dann wird No Input geschrieben. Das wäre im Prinzip der L-Zweig von dem if hier. Also so haben wir schon mal ein bisschen Dynamik drin. Variablenübergabe kann man natürlich auch anders machen, aber ist ja eine der gängigen Methoden zum Beispiel. Gut, um noch ein bisschen weiter zu dynamisieren, müssten wir vielleicht mal Formulareingaben machen. Ist ja auch auf sehr, sehr vielen Webseiten, muss man, kann man, darf man, sollte man, damit man überhaupt was macht, Formulareingaben. Wie passiert das bei Web.py? Hier sieht man, die Liste hat sich jetzt mal ein bisschen erweitert. Also hier unten haben wir diese Zeile mit Index, also die Klasse Index. Die habe ich jetzt auch nicht weiter in diesem Quellcode hier nochmal aufgeführt. Die ändert sich jetzt nicht zu den vorhergehenden Beispielen. Aber es gibt, wenn Slash Form in der URL auftritt, dann wird die Klasse Form aufgerufen. So, was passiert da drin? Es gibt erstmal ein paar Deklarationen, und zwar ein Validierer, also der, die Eingaben überprüfen soll, die dort gemacht wurden in diesem Webformular. Kann man zum Beispiel mit Regexpression machen, kann man auch mit Wertebereichen machen, einfach mal das Tutorial durchlesen oder die Doku. Ich habe mich jetzt hier mal auf eine Regexpression beschränkt und habe gesagt, es dürfen nur numerische Zeichen eingegeben werden, ansonsten ist die Formulareingabe nicht valid. Und in der zweiten Zeile hier unten wird dann das Formular an sich deklariert, wie es aussehen soll, welche Validierungsmethode angewandt werden soll beim Post, das Label, wie der Button, dass da ein Button ist, auf dem Button soll Send draufstehen, Pünktchen, Pünktchen und so eine Geschichten. Also das ist im Prinzip die Deklaration. Und dann gibt es genau zwei Methoden. Einmal wieder diese Get-Methode, die aufgerufen wird, wenn die Seite aufgerufen wird, wird im Prinzip das Formular Form, also form.html, wäre dieses hier, aufgerufen, gerendert und das Formular im Prinzip, also genau, diese Eingabebox, die hier in dieser Zeile dort deklariert wurde, wird dann im Prinzip gerendert. Also nichts Aufregendes. Okay, sieht so aus. Und wenn jetzt dann in diesem Formular, wir sehen dann auch gleich das Formular und wie das reagiert, wenn dann im Prinzip auf diesen Senden-Button gedrückt wird, dann wird die Post-Methode aufgerufen. Hier. Und als erstes, das ist der if, dort wird geguckt, ist die Eingabe wirklich valid? Valid haben wir hier festgelegt, was valid ist. Und wenn ja, dann wird das Formular eben halt nochmal, nee, dann wird hier unten, genau, if not valid, dann
sagen wir jetzt erstmal, wenn es valid ist, dann wird Index-HTML aufgerufen und im Prinzip ausgegeben, was eingegeben wurde. Das ist die Seite, die von vorher an den anderen Beispielen dabei waren. Und wenn es nicht valid ist, also irgendein Buchstabe, also keine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben wurde, beziehungsweise was weiß ich, 1AC eingegeben wurde, dann ist es eben halt nicht valid nach dieser Rec-Expression da oben. Und dann wird das Formular wieder selber aufgerufen, damit man endlich die richtige Eingabe macht. Ja, das hatte ich jetzt alles so ein bisschen erzählt, genau. Und aussehen tut es dann eben halt so. Das ist diese Form.html. Hier ist das definierte Formular, wie wir es hier definiert hatten. Hier ist die Eingabezeile, da ist unser Senden-Button. Das ist alles wieder eingebettet in so ein Base.html. Deswegen gibt es den Footer hier wieder auch unten. Und wenn ich jetzt im Prinzip zum Beispiel hier diesen String dort eingebe, der keine Zahlen enthält, und Senden drücke, dann passiert genau die Geschichte. Es muss ein numerischer Wert eingegeben werden. Das haben wir übrigens hier deklariert. Das ist der String, der kommen soll, wenn es nicht valid ist. Und wenn es valid ist, dann wird index.html aufgerufen und zeigt die hier in diesem Formular war. Also schon mal eine coole Geschichte. Und darauf aufbauend kann man, glaube ich, eine ganze Menge schon machen. Das letzte Beispiel soll mal ein bisschen zeigen, Datenbankaufrufe, die man natürlich auch im Web.py-Framework irgendwo machen kann und wie toll die gekapselt sind und auch, ja, ich zeige einfach mal das Beispiel. Genau. Gut, hier sieht man es wieder. Ich ziehe hier um Web.py wieder ein. Jetzt mal eine andere URL. Also Quatsch, eine andere Methode, wenn die Basis-URL nur eingegeben wird. Und zwar soll eben halt die Klasse Database aufgerufen werden. Und ja, genau. So, und dann wird die Datenbank, der Connect zur Datenbank hergestellt. Das Interessante an der Geschichte ist, es gibt so eine Zugriffsschicht. Und es ist vollkommen egal, ob da jetzt eine SQLite-Datenbank drin ist, eine PostgreSQL-Datenbank oder eine MySQL, glaube ich, ist noch implementiert. Wenn man dann hier unten die Web.py-eigenen Zugriffsmethoden benutzt, also wie hier zum Beispiel unten das DB-Select, ist es eben halt vollkommen egal, ob es eine SQLite-Datenbank ist, eine Postgres oder eine MySQL. Das gibt man einfach eben hier nur an. Welcher Typ ist es? Wie heißt das Ding? Gut, bei einem SQLite gibt es jetzt keine Serveradresse, auch kein Passwort und kein User. Das kann man alles noch angeben, je nachdem, welchen Datenbanktypen man hier angibt. Gut, genau. Hier wird wieder diese Geschichte mit den Templates und dem Base gemacht. Alles schon bekannt. Und jetzt gucken wir uns nochmal diese Geschichte hier an. Was wird dann getan, wenn diese Webseite aufgerufen wird? Es wird im Prinzip die GET-Methode wieder aufgerufen. Die Tabelle, die jetzt in dem Beispiel kommt, die hat dieses Schema. Also ist eine Tabelle, die heißt Person. Gibt es zwei Spalten, einmal First und einmal Name. Beides Textspalten. Okay, und dann wird eben jetzt einfach dieses db.select Person aufgerufen. Das ist im Prinzip ein Select-Stern vom Person. Und in der Variablen fn ist eigentlich mehr eine Liste. Eine Python-Liste ist dann im Prinzip der Cursor drin. Auf das Ergebnis dieses Selectes kann man natürlich jetzt auch mit weiteren Parametern hier noch anreichen, dieses Select. Man kann jetzt dann auch noch ein Where-Klausel angeben oder was auch immer oder ein Group-By, das geht alles. Auch wieder manuell gucken. Auf jeden Fall, das Ergebnis steht dann auf FN und mit diesem FN wird jetzt im Prinzip dieses Database.html aufgerufen. Und dann sieht man hier unten wird dann eine Tabelle generiert. Hier oben ist der Header der Tabelle. Und dann wird ein for in fn gemacht, also ein for each im Prinzip, wie in Python das ja normalerweise üblich ist. Und dann wird im Prinzip das Ergebnis in diesem Cursor
Zeile für Zeile in der Tabelle, in einer HTML-Tabelle ausgegeben. Das sieht dann ungefähr so aus. Also hier oben sieht man dieses Database-HTML, hier ist die Tabelle und das Ganze ist natürlich wieder eingebettet in dieser Base.html. Gut, das sollen eigentlich so die 6 Beispiele mal gewesen sein. Wie funktioniert das Zeug? Ganz einfach, in 10 Zeilen, Templates, dann nochmal ein Rahmentemplate, Formulareingaben, Variablenübereingaben und Datenbanken. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Dinge, komme ich gleich nochmal drauf. Zuerst vielleicht mal noch so eine typische Programmstruktur von so einer Web-Applikation, die auch Best Practice beschrieben ist in den Tutorials. Ich habe irgendwo mein Verzeichnis, wo diese Web-Anwendung drin ist. Im Root dieses Verzeichnis habe ich meistens immer diese Basisdatei, also das, was man dann später dann auch aufruft, in dem Fall jetzt websmarthome.py. In model.py verstecke ich dann meistens immer so diese Datenbankaufrufe, irgendwelche Module, die in mehreren Python-Dateien aufgerufen werden könnten und so eine Geschichten, also ein bisschen so gekapselt. Das schreibe ich meistens immer so in model.py rein. So, und dann sieht man hier diese Verzeichnisstruktur, die ich ja schon implizit dann bei diesen Beispielen angesprochen habe. Ich habe hier halt dieses Verzeichnis Template. Da haben wir dann eben halt zum Beispiel unsere index.html und den Rahmen für die Templates, diese base.html. Und wenn es eben halt noch mehr Seiten gibt, das ist auch ein Beispiel, was ich gleich nachher noch zeigen werde live, gibt es eben halt noch mehr .html-Dateien. Und man kann natürlich auch statische Dinge hinterlegen und aufrufen. Das werden wir auch, glaube ich, gleich in 2 Beispielen sehen, wie zum Beispiel Buttonbilder, Icons oder irgend so eine Geschichten. Dafür ist das Verzeichnis static vorgegeben in web.py. Also alles, was man statisch einbinden möchte in seine Webanwendung, muss man unter dem Unterverzeichnis .static lagern. Gut, also das ist so die typische Struktur, wenn man so eine web.py-Anwendung schreibt. Okay, war das alles? Natürlich nicht. Also ich habe ja nur 6 ganz einfache Beispiele mal angeführt, die mal so einen Eindruck geben sollen, wie einfach das funktioniert, wie wenig Codezeilen man zum Ziel kommt. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Also ich habe mal so ein paar Links mal aufgelistet, ein Tutorial, ein Kochbuch. Ich glaube, aus diesem Kochbuch stammt dann auch diese Liste. Und da sieht man im Prinzip ganz, ganz viele Dinge, was man da noch machen kann, was da erklärt wird, was man da alles implementieren kann. Ich habe mal so ein paar Highlights rausgenommen, Advanced Templates, also man kann das mit den Templates noch viel, viel kruster machen und viel, viel komplizierter und dann doch wieder einfacher. Session Management, Cookies kann man erzeugen und auch abfragen. Authentifizierung, SSL, Mail, File-Upload und wenn man dann hier noch guckt, tausende Dinge mehr. Also einfach mal, wenn man sich dafür interessiert, mal dort nachgucken und man findet bestimmt was, was man braucht und schon immer gesucht hat. Okay, das mal so eine Einführung in web.py. Wenn ich jetzt live den Vortrag halten würde, vor Publikum, würde ich jetzt wieder rumschauen und gucken, habt ihr eine Frage? Und okay, aber scheinbar kam bis jetzt noch keine Frage. Dann jetzt einfach weiter. Kommen wir wieder zum Anfang des Vortrags. Ich habe ja gesagt, diese 4 Herren hier sind schuld, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Und deswegen ist auch diese Applikation entstanden. Warum? Steht da, hatte ich auch schon erzählt. Es sollte plattformunabhängig sein. Also ich wollte es zum Beispiel eben halt auch auf meinem Smartphone, was ich typischerweise im CD-LAN immer bei habe, auch aufrufen können, meine Datenbank. Und deswegen dachte ich mir, ja okay, so Android-Programmierung ist auch nicht so cool, Java ist auch nicht so cool, JavaScript kannst du auch nicht so richtig und ist auch irgendwie uncool. Probierst du eben halt mal mit web.py. Und schreibst eine einfache Webanwendung, die man nun wirklich überall aufrufen kann, egal was für eine Hardware dahinter ist oder Betriebssystem oder was auch immer. Das Einzige, was notwendig ist, ist eben halt ein Browser. Strukturmäßig sieht das vielleicht ein bisschen so aus, so ein Mini-Architekturbild, ist aber eigentlich gar kein Architekturbild, aber damit man mal so einen Eindruck bekommt, was da im Hintergrund läuft. Ich muss dazu sagen, wenn ich mir eine CD kaufe,
dann ist meine erste Ansammlung nicht diese CD sich anzuhören, sondern diese CD zu rippen und in irgendein Verzeichnis auf meinen Server zu kopieren. Vernünftig getaggt natürlich, also MP3-Tags und auch in einer vernünftigen Auflösungsrate, obwohl das eigentlich bei Heavy Metal vollkommen uninteressant ist, ob man das mit keine Ahnung oder keine Ahnung rippt, würde jetzt der Normalsterbliche sagen. Ich als Metal-Fan sage, es hat schon eine Entscheidung, deswegen rippe ich es auch mit einer Zemperate, die relativ hoch ist. Und die liegen dann in irgendeinem Verzeichnis bei mir, schön aufgebaut, nach Struktur, was weiß ich. Ich glaube, zuerst kommen die Interpreten, dann kommen die Alben und dann in diesen Alben unter Verzeichnissen sind dann im Prinzip die einzelnen MP3-Dateien dieser CD. Also das ist immer meine erste Amtssammlung und danach höre ich es mir immer an. Meistens dann aber auch nicht das Original, sondern dann schon die gerippte Datei. Das Original landet dann in einem dunklen, ich will jetzt nicht sagen klimatisierten Schrank, aber zumindest, okay, das CD-Buch gucke ich mir nochmal an. Aber dann landet das irgendwo im Schrank und ist jetzt nicht vergessen, aber zumindest weiß ich, wo sie sind. Aber eigentlich hör ich mir nie die Originale an, sondern immer diese MP3-Datei. So, um jetzt diese Datenbank, diese CD-Datenbank aufzubauen, habe ich mir dann im Prinzip ein Python-Skript geschrieben, was zyklisch läuft. Ich habe jetzt hier mal nach Bedarf hingeschrieben. Das ist immer dann, wenn ich mal wieder ein paar CDs gerippt habe, dann starte ich auch dieses Python-Skript. Dieses liest dann im Prinzip die MP3-Tags aus und schreibt die Daten in eine vernünftige und geeignete Struktur in einer MySQL-Datenbank. Und dort liegen dann im Prinzip die Informationen zu meiner CD-Sammlung. Und jetzt kommt natürlich diese Web.py-Anwendung ins Spiel und ich schiebe mal mein Browserfenster rüber. Und das Ganze sieht so aus. Also recht spartanisch, muss ja nicht allzu viel Klimborium sein. Bei der Geschichte, da das auch außerhalb von meinem Netzwerk ansteuerbar sein soll, habe ich mir jetzt einen ganz einfachen Logout-Mechanismus noch einfallen lassen. Also man muss sich hier anmelden, damit nicht jeder weiß, was der Uwe Berger für komische CDs hat. Man meldet sich an. Und dann eine relativ einfache Oberfläche, wo man jetzt nach Künstler, nach Albumtitel, nach Titel suchen kann und sich natürlich auch wieder ausloggen kann. Also wenn man jetzt das Beispiel, ja, ich habe vorhin ein bisschen rumgespielt, Kiss, nimmt, dann wird jetzt natürlich erwartet, dass alle Alben von Kiss aufgelistet werden. Ist dem auch so, da ist es, Dynasty. Und es gibt noch einen zweiten Künstler oder eine zweite Band, in der das Wort Kiss auch drin auch enthält, das Kiss in Dynamite, habe ich auch ein Album. So, jetzt kann man natürlich nach coolen Zeug suchen, keine Ahnung. Dieses Häkchen ist übrigens, damit beschränke ich die Ausgaben, also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Eingaben mache, die übrigens mit Like dann im Select sind, ne? Also da wird dann ein wer like bla 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 gemacht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nichts reinschreibe, dann würden sie jetzt alle aufgelistet werden, alle Alben. Mit diesem Häkchen beschränke ich es auf 100. Gut, bei mir jetzt hier im Heimnetzwerk können wir das auch mal so machen. Dann werden sie im Prinzip alle aufgelistet hier irgendwo. Gleiche natürlich auch für Album. Und für Titel, ich kann auch nach Alben, nach Titel suchen. Machen wir mal nach einem Album. Ja, nehmen wir das, obwohl es ein schlechtes Beispiel, da sind Umlaute drin. Da bin ich noch nicht so ganz, bin noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit Umlauten. Genau, deswegen funktioniert es nicht. Aber nehmen wir mal das hier. Genau. Genau, also man kann sich dann natürlich dann auch alle Titel anzeigen, die in diesem Album drinne sind, wann sie erschienen sind. Und ich habe mir auch noch den Luxus geleistet, da die Abspielzeit zu berechnen, währenddessen ich das Zeug importiere dann. Ja, so sieht's aus. Also recht spartanisch. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich ein Logout und kaufe mir die CD oder kaufe sie mir nicht, je nachdem, ob ich sie in meiner Datenbank gefunden habe oder nicht. Okay, das war die Anwendung. Ja, als ich dann damit, ja, das haben wir uns jetzt gerade live angeguckt, als ich dann damit fertig war, dachte ich mir, ja, okay, dann
dein Wissen, dein Know-how, was du jetzt so ein bisschen aufgebaut hast, soll ja auch noch ein bisschen sinnvoll für was anderes Zeug benutzt werden. Python wolltest du so und so noch immer ein bisschen weiter lernen. Und deswegen habe ich mich dann bei mir dann mal so ein bisschen umgeschaut und habe gesagt, ja, okay, du hast da noch so eine Wetteranwendung. Die Webseiten sind langweilig, die du mal dafür geschrieben hast. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier irgendwelche Sensoren, Wettersensoren bei mir im Garten, im Haus irgendwo rumkräuchen und fleuchen zu stehen und zu hängen und die schicken wilde Nachrichten immer ins Netzwerk und werden dann irgendwo auf eine Datenbank geschrieben. Und die Webanwendung, die ich davor irgendwie mal hatte, die war total langweilig. Ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt spannender ist, aber zumindest dachte ich mir, okay, probierst du mal eine andere Datenbank aus, und zwar eine Influx-Datenbank, also die keine SQLite-Datenbank ist, die keine MySQL oder Postgres ist. Man kann ja im Prinzip in diese Python-Anwendung jedes weitere Python-Modul mit einbeziehen. Ne? Also wir haben ja reinen Python-Code. Sprich also, dann mache ich einfach eben halt ein Import, Influx, bla 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 Modul und dann habe ich den vollen Zugriff auf eine Influx-Datenbank. Muss dann natürlich dann mit den Methoden aus diesem Modul dann arbeiten, kann ich dann nicht mehr mit dieser Abstraktionsebene ein bisschen arbeiten. Aber egal. Also alles, was in Python geht, kann man im Prinzip auch in Web.py-Anwendungen machen. Ja, und ich wollte noch ein bisschen rumspielen mit Gnuplot und Python. Warum, werden wir gleich sehen. Wie ist das strukturell aufgebaut? Also das ist so die Zentrale, wo bei mir alles aufläuft aus den Sensoren. Das ist ein MQTT-Broker. Dahinter ist ein Telegraph geschaltet, der diese MQTT-Nachrichten in eine Influx-Datenbank schreibt, diese dort. Und dann war es das schon. Also dann sind im Prinzip die Messwerte drin von allen meinen. Und jetzt für diese Web.py-Anwendung für das Wetter habe ich mir gesagt, naja, okay, klar, Werte in der Tabelle anzeigen ist eine Geschichte, aber du willst auch noch ein bisschen ein paar Diagramme haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt online sein und hast du nicht gesehen. Deswegen habe ich gesagt, naja, okay, experimentierst du mal mit Python und Gnuplot ein bisschen rum. Und daraus ist dann ein Cron-Job entstanden oder ein Python-Skript, was über Cron alle 15 Minuten aufgerufen wird und die Diagramme aus den Daten aus der Influx-Datenbank generiert. Wie sieht das aus? Ich habe es vorbereitet. Das ist die Startseite im Prinzip. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Das ist im Prinzip die aktuelle Sicht auf diese Daten aus der Influx-Datenbank. Also in der oberen Zeile ist der aktuelle Wert, also der letzte Wert jeweils aus der Influx-Datenbank wird hier aufgezeigt. Man sieht hier auch, ich habe mehrere Sensoren, die Temperatur erfassen. Ich habe mehrere Sensoren, auch unterschiedliche Sensoren, die die Luftfeuchtigkeit erfassen. Ich habe nur einen Pressure, also nur einen Luftdrucksensor und auch nur einen Lichtsensor. Die hängen da irgendwo unten bei mir im Garten. Okay, und in der Folge von dieser Tabelle, wenn dann noch ein paar Berechnungen von heute innerhalb der letzten, also von heute heißt von 0 bis jetzt, also von 0 Uhr bis jetzt, dann 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage. Und hier unten sind noch ein paar Statuswerte. Ich weiß nicht, ob man das im Bild sieht. Ja. Diese Wetterstation, die hier in dieser Datenbank abgefragt wird, oder die Werte liefert, die ist auf Basis eines ESP 8266, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aufgebaut. Und die hängt an einer Batterie und an einer Solarfläche. Und deswegen ist für mich immer interessant, einmal, wir haben gerade den aktuellen Wert, sehen wir, also funktioniert tatsächlich noch meine Datenbank, meine Wetterstation. Ist für mich interessant, ja, wie lange ist er jetzt aus dem Deep Sleep Modus aufgewacht, hat Strom verbraucht. In dem Fall jetzt bei der letzten Messung waren es ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Ja, und welchen Füllstand hat gerade die Batterie? Also welche Spannung liegt gerade an der Batterie oder liefert die Batterie noch? Ist jetzt in dem Fall 3,93 Volt. Also es sind Akkus und diese Akkus werden dann von der Mini-Solarfläche aufgeladen. Kann ich auch gleich zeigen in den Diagrammen. Genau. Und dann deswegen ist für mich auch der Ladezustand der Batterie und die Deep Sleep oder die Wachzeit von dem ESP interessant. Wer wird dann übrigens auch in diesem Diagramm aufgelistet? Okay, also hier waren wir. Dann gibt es einen zweiten Button, Diagramms.
Da werden jetzt im Prinzip die Diagramme angezeigt, die viertelstündlich generiert werden. Ja, sieht man jetzt hier die Temperatur der letzten 24 Stunden, also einen Tag. Man kann hier umschalten, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Vierteljahr. Machen wir mal hier, ne, eine Woche, dann sieht man ein bisschen mehr, was rumwackeln. Hier die Temperaturwerte aufgelistet, hier die Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Helligkeit. Und das sind so hier die Werte, die unten in der Tabelle ganz unten waren, im Footer. Das ist im Prinzip die Batteriespannung. Hier sieht man dann immer die Hügel, da war dann, hat dann im Prinzip Sonne geschienen. Das sieht man, das korreliert natürlich auch hiermit. Und dann wird der Akku über die Solarzelle immer wieder aufgeladen. Und hier sieht man mal abgetragen die Wachzeit des ESPs. Als ich mir letztens zieh, war für mich dieser Abschnitt interessant, muss ich mal nachforschen. Da hat er ja ein bisschen länger gebraucht im Durchschnitt als sonst immer so, um sich am Access Point anzumelden. Da muss irgendwas gewesen sein. Okay. Klar, man kann das jetzt hier noch weiter granulieren, aber vielleicht jetzt nochmal die Heatmaps dazu. Das alles mal so in zwei Dimensionen aufgezeichnet. Da kann man immer wunderschön gucken, wie heiß der Sommer zum Beispiel war. Also ganz rot sind wir dann irgendwo bei 30, 40 Grad Lufttemperatur oder wie feucht der Sommer war oder die Tage waren übers Jahr gesehen. Hier so, wenn man übrigens diese Kurve mal nur so nebenbei anders aufzeichnen würde, dann würde man hier auch die Mond- und die Erdrotation sehen. Aber das wäre mal ein Vortrag für sich nochmal selber. Deswegen sieht es so wunderschön wellig aus, über die Tage gesehen. Ja, Helligkeit und so weiter. Und hier sieht man übrigens, da wo der ESP mal ein bisschen länger gebraucht hat, das ist dann, hat ein paar, ist dann gelb. Blau wäre so der Normalzustand. So 1,9 Sekunden brauche er eigentlich immer nur, um sich anzumelden, sein Skript durch das Programm auszuführen und dann wieder in Deep Sleep zu gehen. Und hier da, wo es heller wird, da hat er mal ein bisschen länger gebraucht. Okay. Gerade ein bisschen auf die Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das habe ich jetzt gerade erzählt. Und ja, dann gab es noch eine dritte Anwendung. Ich hatte mal auf der Frostcon und auch, glaube ich, auf dem CLT 21 mal einen Vortrag gehalten, der nannte sich, ich wollte nie Smart Home machen und habe mich dann doch irgendwann mal mit Smart Home beschäftigt. Und das ist aber nicht so, dass das typische Smart Home so mit Home Assistant oder keine Ahnung, OpenFAE oder wie das Vector alles heißt, sondern das ist irgendwas geschrieben mit Node-RED. Also diese ganzen Mechanismen, wenn was angeschaltet werden soll oder ein Bewegungsmelder reagieren soll oder das Licht nach 30 Minuten ausgeschaltet werden soll, es ist alles in solchen Flows und Node-RED hinterlegt und programmiert. Ich bin ja Softwareentwickler, ich fand das cooler, als irgendwas Fertiges zu benutzen. Und das Ganze hat auch keine Datenbank im Hintergrund, sondern basiert auf diesen Decon-Sticks. Weiß nicht, ob das jemand kennt von Dresden Elektronik. Das ist so ein Zigbee-Stick, wo man ganz viele Zigbee-Geräte einbinden kann, auch verschiedener Hersteller. Also man ist dann nicht beschränkt auf Philips oder nur auf IKEA oder was, keine Ahnung, was es da alles gibt, sondern es ist so plattformübergreifend, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man die Applikation, die dahinter steht, also auf dieses Decons, was diese Geräte verwaltet, also jetzt nicht die Node-RED-Anwendung, sondern das, was noch dahinter ist, kann man mit REST-API aufrufen. Deswegen keine Datenbank im Hintergrund, sondern wenn ich jetzt im Prinzip die Web-Anwendung aufschalte, werden REST-API-Aufrufe zu dem Server gemacht, der diese Geräte verwaltet. Und da kann man sich im Prinzip, ich habe es hier vorbereitet, mal alles auflisten, was bei mir so rumläuft. Ich habe mit Erschrecken gesehen, also gerade bei den Sensoren, es sind ganz, ganz viele ohne Batterie, also die sind gerade nicht präsent, muss ich mal nach den Batterien gucken. Ja, und im Prinzip, wenn ich jetzt hier raufklicke, wird REST-API-Aufruf gemacht zu diesem Decon-Server und dann werden die Daten dort ausgelesen, übergeben. Es ist keine Datenbank dahinter. Man kann dann auch weiter
Einzelheit gehe, ich gehe mal in so einen Bewegungsmelder, dann sieht man die einzelnen Daten. Ola, hier unten, wo man Delay und Duration einschalten, verändern kann, wird dynamisch erzeugt. Also aus dem Kontext der Daten heraus, in dieser Web.py-Anwendung, wird dann gesagt, da sind zwei Werte, die kann man verändern, dann machen wir mal ein Formular, wird auch noch in irgendeiner Art und Weise vernünftig validiert und dann sende ich das zu diesem Bewegungsmelder. Also Delay ist, glaube ich, wie lange er anbleibt oder aktiv ist und Duration ist das, ist auch egal. Tut jetzt nicht zur Sache. Okay. Und ich könnte jetzt natürlich, sieht man das, warte, ich kann natürlich auch hier jetzt auch schalten. Also ich schalte jetzt mal hier was an. Vielleicht sieht man das in dem Bild. Ja, es wurde kurz heller. Und ich schalte es auch wieder aus. Wo ist es? Da ist es. Ja. Hörst du mich oder hört man mich? Okay. Ja, ich erzähle einfach mal weiter. Okay. Gut. Das war diese Smart Home-Anwendung. Die Strukturen dazu hatte ich ja jetzt schon mündlich erzählt. REST-API-Aufrufe zu irgendeinem Dekon-Server, irgendeinem Applikationsserver, wo diese ganzen Geräte verwaltet werden. Und genau. Gut, das Ganze kann man natürlich auch noch cool in Docker-Container verpacken. Meine ganzen Web.py laufen im Prinzip auf einem Raspberry in Docker-Containern und dann ist noch mein Heimnetzwerk, da ein Router da, also diese Smart Home-Anwendung, die publiziere ich nicht nach außen, sondern nur meine Werte-Anwendung, meine CD-Datenbank und dann war es das. Gut. Im Prinzip bin ich durch. Hier nochmal ein paar interessante Links. Dem Repositories und der Homepage von web.py. Hier übrigens ein interessanter steinalter Artikel. Durch den bin ich erst auf web.py aufmerksam geworden. Irgendwann mal 2006 im Linux Magazine erschienen. Da wurde von diesem Framework ein bisschen berichtet über ein paar Seiten. Und das fand ich so spannend, dass ich mich eben halt damit mal beschäftigt habe. Und hier unten sieht man mein Repository, wo man diese Web.py-Applikationen findet, die ich jetzt gerade so ein bisschen vorgestellt habe. Und das Hello World findet man da, glaube ich, auch die 6 Hello Worlds. Gut, ich bin eigentlich durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Hallo Regie. Also ich wäre jetzt mit meinem Vortrag durch.